So, und schon geht's weiter. Pausenlos, wirklich. Pausenlos. Uff, wo waren wir denn hier? Öten ist feste. Holy shit. Ja, Fenster wieder mal verschoben. Willst du uns gleich für eine Innie eintragen oder Background? Jo. Komm, Slönum, wir gehen. Slönum, nein. Nordwacht oder Triumphfeste? Oh. Hatten wir bei Nordwacht noch Quest? Ich weiß es nicht mehr. Liegen wir Triumph. Was kann da schon schief gehen? Mein Greif, mein... What? Wir fliegen und siegen. Whee. Boah, wir machen Race. Ah, lol. Oder ich sehe dich ja nicht mehr. Ja. Wieder ein Questgebiet, was wir einfach so im Übergang haben hier. Jetzt werden wir irgendwann nochmal leveln. Vier Minuten Wartezeit. Eine Schlacht. Oh shit. Was passiert? Drei Quests wären oben noch gewesen und eins zum Abgeben. Oh shit. Oh, jetzt hätte ich weiter weg, als ich da. Naja, überhaupt ein Stück reiten. Alles blüht und gedeiht. Morgen früh sind wir breit. Oho, wir zu zweit. Das tut mir leid. Oh Mann. Griechischer Wein. Oh, dieses Taranjo.
im Camp ist abgefackelt. Eigentlich fackelt es noch. Aha. Boah, und die Tauren haben jetzt ein übelstes Tor, kenn ich. Finally. Wurden zu oft geraped. Wer würde denn Tauren rapen? Tja, vielleicht Unschuld. Da kann man nur den Kopf schütteln. Oh. Hier gibt's auch Quests. Ja. Die Käfer, wir müssen die Käfer beseitigen. Ach, Questlog ist voll wetzfang. Deswegen hab ich in welcher Voraussicht bereits Quests gelöscht. Ist hier ein Ruhestein-Mensch? Ich frag mal. Ich hab den Händler wenigstens gefunden. Arbeit. Was genau zählt jetzt hier als Gasthaus? Dieses Zelt? Es ist ja auch ein Lager, da kann ein Zelt bereits als Gasthaus zählen. Ich meine, engine-technisch, wo man dann erholt wird. Ich denke schon um den Typen herum. So. Ja. Okay, hast du schon Solidenschwärmer weggemacht? Ne. Komm, wollen wir erst die Quest da oben an? Boah, Köder. Fuck you. Ja. Hi. Oh, hi. Die Halle. Unter die Bäume. Oh, hi. Bitte, mit wem sprichst du hier? Oh, hi. Ist die Vorhut. Wir dürfen sie nicht verpetzen. Er bleibt vor ihm stehen, salutiert, winkt, ruft hinterher. Heute müssen wir töten. Machen wir später, ne? Okay. Fange ich schon an wie Code, aber... So, 7,5 Minuten warten wir auch schon. Dann kann es ja mal bald losgehen. Die schlafen noch. Ja. Die Löwen. Polizei! Ja. Oh. Gasse Benita. Hey. So, ein Spieler verlangt jetzt, dass diese Schweinefarm vor Orgrimmar, dass Schweine da mehr AP kriegen, weil die immer Opfer von so vorbeilaufenden Leuten sind. Oh, in irgendein AOE-Ding machen und dann weiterreisen. Hat da jemand ein Ticket geschrieben? Forum sogar, ein Thread auch immer. Ich finde auch, das ist ein Problem. Das ist ein Problem und das muss auch angesprochen werden. Das muss auch mal jemand den Mut haben, das auszusprechen. Früher hat die Bild-Zeitung sowas gemacht. Da.
kann ich ihn ja gucken, egal. Ich werde den vieren. Also. Ich schocke mit dem Frostschock. Den ganzen Tag schocke ich die Leute. Schock, schwere Not. Oh, wir gehen alle unter im gleichen Boot. Boot, Boot. Wusstest du, dass Leute ohne Kleidung im Wasser, dass es wahrscheinlicher ist, dass man von Haien angegriffen wird, als Leute, die Kleidung tragen? Ehrlich, warum? Das ist irgendwie so, dass die nackte Haut das Sonnenlicht besser reflektiert und dann sieht das eher aus wie ein Fisch. Mal das getestet. Okay, sie gehen ohne Kleidung rein. Okay, ich muss ein bisschen live tippen, und es kann auch wieder. Ich gebe den hier. Nice. Anders ist dann. Beyond the Rainbow. Into the Ocean. Nicht in Ocean, bitte. Das sind zu viele gefährliche Sachen. Wir müssen wissen, ob wir jetzt über Haie informieren und Orcas etc. Ja, stimmt. Und Orcas haben leichtes Spiel gegen weiße Haie. Wer hätte es gedacht? Die sind aber auch deutlich größer. Das ist ziemlich unfair. Geht's nicht. Aue. Bum, 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 Ruf der bum, bum, Elemente. Hey, oh. Hey, was geht um? Was geht ab? Der ist nicht stark, der ist nicht stark. Oh, ist er wirklich? Knife-Tap. Going for the Armageddon. The Armageddon. Hey. Singt alle mit. The Armageddon. Ist doch der Party jetzt schlecht hin. Von den Hellboys. Ich hab dich. Oh yeah. Was ist das? Curse of Tongue. Das war eine Genius-Aktion. Bist du leise auf einmal? Ja, mein Mikro ist auch weggeklappt. Weggeklappt, blub. Du, das ist weg. Ich lass den Zähnen gleich an, so. Und das nicht mal mit Absicht. Oh mein Gott. It's eating my mana away. It's raining, man. Hallelujah. Das ist ja Ausbildungsstab. Mein Code mit diesem Stab wird kein Special gemacht. Der ist zu groß. Da glaubt man uns nicht. Na, wir brauchen ja nicht unbedingt Healer mit Mana. Wir haben Code. Boah, es gibt noch einen Quest. Awesome. Hi Dominik. Bruder, mit wem sprichst du da? Manchmal gibt's die Leute wirklich. Gut, dass du manchmal noch mit reingebracht hast. Man muss ja bei der Wahrheit bleiben.
Fühle ich am schlechtesten gewesen, dass ich ständig live tippen muss. Ja, wenn es muss, doch nicht dein Gewissen? Dein Button? Nein, das wollte ich nicht sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast mich gar nicht lieb. Und dann denke ich mir, ist eigentlich auch besser. Super heilend, du. Oh, eine Kiste. Ah. Nein, mit deinen magischen Kräften kannst du diese Barriere nicht umgehen. Benutze den Dietrich mit einer deiner Maustasten. Schock, schwere Not. Ey. Oh, Mist. Schock, schwere Not. Sobald ich wieder einen Schocker mache, dann bin ich Schockerdien. Haha! Ja, finally, cool, finally. Oh, nice Ziele. Danke. Puh, kein Ding, Mann. Ich hab's da. Live-Tap. Das kann ich selber healen. Bei nächster Stufe kriege ich neue Talentpunkte. Na, kann ich endlich dieses bessere Wasser benutzen. Oh Mann. Schon gut, dass du diesmal überhaupt schon Wasser hast. Ich meine 50 Mana pro Sekunde und ich habe 2600. Ugh. Ist den Leuten nicht bewusst, wie viel das ist? 1992, ach insgesamt. Oh mein Gott. 700 mehr, okay, ist nicht so viel, wie ich verlangt hätte. Und wie ich erhofft hatte. Was hast du gesehen? Ein Scarlet Diviner. Oh. Cool. Heute war Bücherflohmarkt in der Bibliothek. Ich habe tatsächlich ein Werk gefunden, ja. Uraltes Buch Der Weltenbrand. In zwei Teilen. Wie cool ist das denn bitte? Und ich habe keinen Schimmer, worum es geht. Also hast du ihn im Titel gekauft? Jo. Naja, warum? Du hast auch gedacht, sorry. Ich meine, wenn das nicht so gedacht wäre, dann würden doch die Titel auch das sagen, was drin wäre. Wenn man nach dem Inhalt sowieso kauft. Cool ist, was man nicht alles essen kann. In Zirkus müssen wir mal gehen. Oh. Willst du nicht mal in Zirkus? Cool, warst du noch nie im Zirkus? Doch, na, schon lange her. Dann isst man Popcorn. Puh, dann hofft man, dass der Clown einen nicht aus dem Publikum mitnimmt. Was du meinst, nimmt man Kino. Nein. Auf dem Zirkus gibt's auch Popcorn. Und da lasse ich mir nichts anderes erzählen.
Was? Die haben so irgendwas, die haben was, weißt du, so Zirkusse? Zirkus. Also, die Zirke haben was. Weil es so irgendwie, als wenn man in die Vergangenheit versetzt wäre. Oder du bist so beeinflusst, immer nur durch deinen Kopf. Immer wenn du dann bei solchen Veranstaltungen bist, lame. Scooby, wollen wir ins Kino gehen? Das ist aber auch meist langweilig. Oh Mann. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es super awesome. Das ist so richtig, als wäre es in der Vergangenheit. Weil ich das noch nicht erwähnt habe. Weißt du, eine alte Popcornmaschine ist und dann so ein Automat, der einem die Zukunft vorhersagen kann, aber dann irgendwie nicht funktioniert. Oh Gott. Ich bin schon mal gesilenced. Wen hat der Schieber erwischt? Oh, ich hau. Warum kriegt der Tank kein Damage? Okay. Slonim war gesilenced. Ich interrupte. Scheiß. Das war nur der letzte Feind, gell? Ja, gegen Singletare, was soll ich da machen? Okay, wo ist der Questgeber? Wir müssen ja noch so ein Buch einsammeln, das schon? Ne, das muss man da hinten einsammeln. Fragen Sie mir. Hier ist es. Na. Na. Kurz Brain Deadness gehabt. Brain? Was? Brain Deadness? Oh. Oh, es tut mir leid. Ihr Kind ist durchgebrochen. Oh nein, es gibt ja Talentpunkt. Oh ja, wie angekündigt. Ich muss das. Kusche, nein. Oh, Fälle. Ein Fall für Code. Oh, Marodon. Das liebst du doch so sehr. Das liebe ich wirklich. Und abwarten, warten. Weiter warten. Und wie magst du es jetzt? Oh. Okay, Phase 1.
Warten, bis die Brücke runterspringt. Müssen wir jetzt runterspringen? Mhm. Ich hätte den ersten Part auch gerne gesehen. Er findet immer was, was shit ist. Boah, ich habe aus dem Handschuh gekriegt. Mit Haste. You guys, ich werde Haste Stecker.